Wir wollen uns einmal hier etwas genauer beschäftigen mit Platon und Nietzsche. Da gibt es einen schönen Ausgangspunkt, machen wir einen schönen Dialog, ein Video, das schicke ich euch jetzt. Das stelle ich mit rein. Das ist ein fiktives philosophisches Gespräch zwischen Platon und Nietzsche. Und ich habe zu unserem Holger gesagt, er soll sich das anschauen und er soll mal seine Meinung kundtun. Und dann ist er zuerst sein erster Eindruck, wo er mal gesagt hat, soweit ich mich erinnere, sagt er, der Nietzsche ist ja Materialist und hin und her und die streiten. Und jetzt kann man ganz, ganz wichtig, immer wieder diese Wiederholung. Ich erkläre es denen, der mich jetzt ausdenkt. Dir muss klar sein, wenn du dir was ausdenkst, zum Beispiel an Platon und an Nietzsche, du kannst dir die bloß ausdenken, wenn die auf deinen Schwamm, auf dein intellektuellen Wissen drauf sind. Mhm. Ja. Es ist jetzt interessant, jene Meinung, die einer vertritt, ist nicht seine Meinung, sondern sein Schwamminhalt, sein anerzogenes Wissen. Mhm. Wir haben jetzt hier zwei Extreme, einen Platon und einen Nietzsche. Das Ganze ist, ich sage mal, ein gewisses Theaterstück. Wir denken uns jetzt dann, wenn du das Video anschaust, zwei Pixelmännchen aus, da denkst du dir automatisch mit deiner jetzigen Logik zwei Schauspieler aus und die diskutieren jetzt. Und jetzt wirst du feststellen, dass zwei Meinungen aufeinandertreffen. Mhm. Das ist das Hauptproblem der Philosophie und darum muss man zuerst einmal verstanden haben, jede Philosophie, wir können das ein Glaubenssystem oder Denksystem sehen, das im Widerspruch zu einem anderen Denksystem steht, muss unvollkommen sein. Das ist der Kampf um, wie sieht die Tasse aus. Mhm. Okay, und die philosophieren jetzt gemeinsam und sind natürlich in vielen Standpunkten, haben die unterschiedliche Meinungen. Ja. Das ist einmal ganz, ganz entscheidend, sich jetzt entscheiden zu müssen, mehr wer Recht hat, sagt mehr aus über dein Glaubenssystem wie über den ihre Glaubenssystem. Und jetzt kann ich immer wieder, das steht in, ich bin schon drin, das muss, Holofeeling ist allumfassend. Alle Glaubenssysteme, die prinzipiell in dir auftauchen können, die, von denen du schon was gehört hast und die, die eventuell noch in dir auftauchen, von denen du noch nichts gehört hast, sind Einzelteile von Holofeeling. Holofeeling ist allumfassend. Das heißt, es gibt kein Glaubenssystem, von dem du mir irgendwas erklärst, wo ich nicht sage, das stimmt, aber es stimmt immer nur ein bisschen. Ja. Es ist diese zwanghafte Einseitigkeit, wo wir jetzt immer wieder hatten, auch mit dem Schöpfungssatz. Mhm. Ich sage, es kann in deinem Glauben, wenn du träumst, drin sein, dass in der hebräischen Bibel der erste Satz aus 3 Worten und 15 Zeichen besteht. Und jetzt komme ich und sage, das sind hier 7 Worte und 28 Zeichen und dann sagst du, das ist verkehrt, weil du vergleichst mit etwas, was du absolut setzt, was vorher geschrieben wurde. Und wenn irgendeiner was anders behauptet, wie was du glaubst, dann hat er nicht recht. Du musst irgendwann einmal lernen, dass jede Wahrheit, die einer äußert, mit irgendeiner Logik aufgebaut wird und von der Logik aus gesehen ist es richtig. Aber ja, zu jeder Vorstellung von Richtigkeit der Kehrseite. Das ist ein ganz simples Prinzip, was dich in die Heiligkeit erhebt. Das heißt, es kann durchaus sein, dass Holofeeling als allumfassende Weisheit durchaus verkehrt erscheint, von einer einseitigen Logik ausgesehen. Mhm. Ja. Aber diese Logik scheint nicht falsch oder verkehrt von Holofeeling ausgesehen. Mhm. Genau. Das ist einmal das Wichtige. Mhm. Weil du kannst als allumfassende Denkweise alle Sichtweisen in deine Sichtweise integrieren. Ist jetzt eine Stadt, eine Straße, ein Haus oder eine Laterne? Ja. Alles. Ja, alles. Auch. Das sind Einzelteile von der Stadt. Du wirst aber, wenn du jetzt eine Wohnung bist, eine Wohnunglogik hast, dann gibt es keine Straßen. Mhm. Ja. Außer du schaust aus dem Fenster, Entschuldigung. Aber das ist einmal das Allererste. Ich komme auf den Platon zurück und auf den Sokrates zurück. Also Holger sagt dann, glaube ich, ja, der Nietzsche ist ja Materialist. Ich sage das einmal verkehrt, er nennt sich selber einen Nihilisten. Das ist was ganz was anderes. Aber die Widersprüche, was du merkst, dass in beiden dieser ausgedachten Platon und Nietzsche, in diesen beiden wirkt ganz massiv das materialistische Weltbild und das da draußen. Da kann der Nietzsche dann tausendmal was sagen, es müssen zuerst Ideen da sein. Ich fange jetzt nicht an, was das Wort Idee bedeutet. Ist jetzt erst einmal Gestalt und Form, heißt aber eigentlich auch äußere Erscheinung. Es kann erst was in Erscheinung treten, wenn du dir was ausdenkst. Das heißt, jede Idee, jede Form, jede Gestalt ist eine äußere Erscheinung. Mhm. Also du denkst es jetzt ganz bewusst um dich rum, nämlich deinen Schädel. Weil das ist das einzige Ding, wo du sagst, da sitze ich drin. Ja. Wird natürlich jetzt auch für ein Zimmer, in dem du dich reinsetzt.
dann setzt du dich rein, aber dann machst du schon wieder den Fehler, dass du dir dein Haus ausdenkst und das Zimmer ist dann plötzlich wieder außen. Und wenn du dich jetzt in das Zimmer dann reindenkst, das du dir ausdenkst, machst du dich schon wieder selbst zu einer Vorstellung von dir selber. Es klingt nur kompliziert, wenn du Filter eingeschalten hast. Aber was jetzt wichtig ist, geht es hier eigentlich im Vergleich um die zwei Meinungen von Platon und Nietzsche? Platon oder Nietzsche kann sich nur einer ausdenken, der das auf seinen Schwamm hat. Das heißt, wenn wir jetzt das einmal genau analysieren, ich mache jetzt einen von vielen möglichen Hintergründen. Es ist immer wieder die Lösungen, immer dran denken, ein Quadrat mit drei Strichen zu zeichnen, erscheint unmöglich, wenn man einen Trugschluss einer Fehlinterpretation auf den Leim geht. Mhm. In dem Moment, wo man das überwunden hat, sieht man plötzlich viele, viele Lösungen. Ja, ja. Es gibt nicht eine Lösung, sondern viele Lösungen, ein Quadrat mit drei Strichen zu zeichnen. Mhm. Das ist die Sache mit dem Schöpfungsschatz. Das erscheint jetzt verkehrt, dann in dem Selbstgespräch erkläre ich, erste Lösung wäre einfach, da hat der Udo einfach nicht aufpasst und hat einen Buchstaben vergessen. Mhm. Und dann baut sich ein Fehler auf einen neuen Fehler auf, dass sich der Udo sich dann hinsetzt und der schreibt den Schöpfungssatz hin und jetzt rechnet er nochmal nach im Taschenrechner und da kommt 2700 raus, weil das alle fällt. Jetzt habe ich einen geistreicheren Ansatz gemacht. In der letzten Erklärung, wo ich sage, man kann das durchaus aus einer anderen Perspektive dann trotzdem auflösen, dass es trotzdem stimmt. Ich hätte noch mal einige parat, aber die erspare ich euch jetzt. Was mir wichtig ist, wir wollen auf den Platon und den Nietzsche zurückkommen, dass du zuerst einmal da weder was von Platon oder Nietzsche weißt, wenn du das hörst, weil was du jetzt vorliegen hast, ich mache jetzt einen Vorschlag für einen Hintergrund, den wir uns denken, der übrigens falsch ist. Das löse ich danach auf. Der eigentliche Hintergrund für das Gespräch ist nämlich zuerst einmal der, der sich das Gespräch ausdenkt. Jetzt ist natürlich immer noch, solange du in dem Wahn hörst, dass etwas, was in dir auftaucht als träumender Geist, angeblich vorher von jemand anders erschaffen wurde. Mhm. Zum Beispiel das Werk von Platon, von einem Platon, den wir jetzt hier uns ganz weit in die Vergangenheit denken, oder das Werk von Nietzsche, von einem Nietzsche, den wir uns auch in die Vergangenheit denken, aber nicht ganz so weit in die Vergangenheit denken. Ist das schon mal verkehrt? Du hast einen Schwamminhalt, es ist Hören, das Wissen, das du vom Hören sorgen kennst. Wenn ich jetzt auf dieses Video eingehe, dann muss ich mir zuerst einmal einen Autor für dieses Drehbuch ausdenken. Dieser Autor hat mit Sicherheit Platon gelesen und Nietzsche gelesen. Jetzt muss ich aber wissen, dass das Werk von Platon, wenn du das liest, ein sehr großes Werk ist und das Werk von Nietzsche ist auch ein sehr großes Werk. Ja. Und als normaler Leser liest er zuerst einmal das, was er mit seinem Wertesystem herausliest. Du kannst aus einem Werk, einem Schriftstück, einer Philosophie nur das herauslesen, was du in die Worte, die du vorliegen hast, selbst hineininterpretierst. Genau. Das heißt, es sind zwei Schriftstücke, die von jemandem gelesen werden, der aus diesen Worten eine ganz persönliche, subjektive Vorstellung macht und dann behauptet, ich weiß jetzt, was Platon gedacht hat oder ich weiß, was Nietzsche gedacht hat. Ja. Jetzt setze mal für Platon und Nietzsche-Werk einfach Holofeeling und dann schau dir Leute an, die Holofeeling angeblich gelesen haben und die meinen, die wissen, was Holofeeling bedeutet. Sie wissen das, was sie aus diesen vielen Worten herauslesen, ist das, was sie hineininterpretieren. Und da kann ich dir viele bringen, die sagen, das ist ein totaler Scheiß. Mhm. Weil sie das Allumfassende nicht erkennen, weil sie selber geistlos sind. Ja. Jetzt schon aufgrund der Tatsache, dass die ich mir jetzt denke, nur Gedanken sind und Gedanken haben keinen Geist. Da muss ich jetzt sofort von dir ein Fedo hören, weil wenn ich sage, Gedanken von mir haben keinen Geist, dann ist das einseitig, dann müssen sie ja doch einen Geist haben. Der Geist ist der, der sich die Gedanken denkt. Dann bin ja das Ich. Ja. Ich ist jetzt natürlich wieder nicht der Udo, den du dir ausdenkst, der ist ja auch bloß ein Gedanke. Ja. Dann weise ich immer wieder darauf hin, alles, was du jetzt von dem Pixelmännchen Udo hörst, wenn du jetzt träumst, was ich behaupte, muss dir klar sein, dass der von dir ausgedachte Udo jetzt eine Figur in deinem Traum ist, der existiert nur, weil er von dir gedacht wird. Ja. Und du als träumender Geist bist letztendlich die Quelle für die Weisheit, die dir jetzt dieses Pixelmännchen und der Lautsprecher mitteilen. Du weißt noch nicht, was du alles in dir trägst. Mhm. Also gut, zurück zu diesem Autor. Autor ist ein Zeichenerwecker. Er muss sich zumindest rudimentär mit Nietzsche und mit Platon beschäftigt haben. Dann hat er dieses Drehbuch geschrieben und lässt jetzt diese fiktiven, von ihm entworfenen Protagonisten von zwei Schauspielern darstellen und die treten jetzt gegeneinander an und philosophieren. Mhm.
Das ist dieses Video, das du vorliegen hast. Jetzt haben wir ein bewusst raumzeitliches Konstrukt gemacht, wo das herkommt. Ja. Also es kommt erst einmal aus dir. Aber der Autor, was der von Nietzsche-Werk oder vom Platon-Werk verstanden hat, ist extrem subjektiv geprägt. Genauso wie jetzt deine Meinung subjektiv geprägt ist, wer von beiden hat Recht. Das ist Kategorie 2. Die Frage stellt sich nicht mehr, wenn du aufmerksam zuhörst und du machst dir bewusst, was gesprochen wird. Und darum sage ich immer wieder, selbst von dir ausgedachte, idealistisch geprägte Philosophen sind immer noch im tiefsten Innern tiefgläubige Materialisten. Das ist, Materialismus heißt es in Ich bin, du ist die Weltreligion. Schon die Tatsache, ich wurde von einer Frau geboren, ist die komplette Entgeistigung. Du wandelst dich von einem von Gott geschaffenen Adam um in einen Enosch, in einen sterblichen Tropfen aus dem Durchschnittsglauben. Was du hundertprozentig nicht bist, wenn du mich jetzt sprechen hörst. Weil ich höre jetzt kein Affe sprechen. Soll ich es nochmal sagen? Was Ausgedachtes hat keine Empfindung. Alles, was du dir ausdenkst, egal was es ist, wird so sein, wie du es denkst, und es ist nur, wenn du es denkst. Das ist hundertprozentig sicher. Und es gibt keine Möglichkeit, dass du an dich selbst denkst, ohne dich zu einem vergänglichen Gedanken von dir selbst zu machen. Die erste elementare Botschaft von Holofeeling ist eine hundertprozentige sichere Erklärung, dass du ewig bist. Es ist kein Versprechen, es ist an keine Bedingung geknüpft. Das ist das, was hundertprozentig sicher ist, wenn du mich, egal was du jetzt unter mich definierst, das Pixelmännchen, einen vielleicht ausgedachten Udo, den du dir nach Weißenburg denkst, oder den Lautsprecher, den du zuhörst, das sind alles Gedanken, es sind Gedankenwellen, die verschwinden schon wieder in dem Moment, wo du sie nicht mehr denkst. Mhm. Alles, was in dir auftaucht, taucht jetzt in dir auf, und alles, was in dir verschwindet, verschwindet jetzt. Mhm. Du kannst immer nur das Auftauchen beobachten, nie das Verschwinden. Wenn was auftaucht, kannst du dir Gedanken machen. Du wirst jetzt sagen, was habe ich vorher gesehen? Was habe ich vorher gedacht? Und das denkst du dann auch jetzt. Das ist der Hintergrund für das Jetzt. Ja. Das ist lang und breit erklärt, da müssen wir nicht drauf eingehen. Drum ist immer wieder die Sache, wenn du mit einer Diskussion konfrontiert wirst, es spielt dabei keine Rolle, ob das Pixelmännchen auf dem Bildschirm sind, ob du vielleicht als Brösel selbst das real erlebst, dass du dabei sitzt an einem Tisch, wo diskutiert wird. Du steigst jetzt über die Tasse hoch und du schaust dir die Perspektiven an und du schaust erst einmal, welche Perspektive mit deiner Meinung korrespondiert. Das heißt, was dir logisch erscheint, wo du innerlich Beifall klatscht und wo dir die Haare zu Berge stehen, wie man so schön sagt. Du ordnest dich zuerst einmal in eine einseitige Perspektive ein, die natürlich selbstverständlich richtig ist. Aber dann wird dir klar, dass der Sinn des Lebens darin besteht, auch die anderen Perspektiven sich zu eigen zu machen. Und das erfordert auch wirklich eine maßlose Selbstüberwindung des Egos. Dieses Ego, das sich so hundertprozentig sicher erscheint mit einem Wissen, das gar nicht das wirklich ureigenste Wissen ist. Und dann doch wieder. Sagst du, ich muss immer wieder die eine Seite mit der anderen Seite kompensieren. Ja. Deine Meinung ist erst einmal eine Anderung, solange du in einen Schwamminhaltssystem drin bist. Dein Geschmack, ich erinnere hier an mein erstes Holofeeling-Büchchen noch über Stereon Long, das Vorwort. Wenn mir Milch schmeckt, dann wird nichts und niemand, Milch ist übrigens das Weltliche, dann wird nichts und niemand mich davon überzeugen können, dass Milch nicht schmeckt. Jetzt kann hier Lebensmittelchemiker sagen, da ist Laktose und das ist für deinen Körper nicht gut und so weiter, dass das vielleicht hier gar nicht so gut das ideale Getränk ist für einen Menschen. Die können mir logische Argumente bringen, es kann mir aber keiner ausreden, dass es mir nicht schmeckt. Ja. Wenn mir Rauch schmeckt, dann schmeckt mir Rauch, auch wenn andere sagen, das ist schädlich oder das stinkt und das ist widerlich. Ich kann ja nur feststellen, wie ich auf das reagiere. Und das wirft, steht dann in dem Vorwort drin, in dem ersten Holofeeling-Büchchen über Stereon Long, es wirft elementare Fragen auf. Das heißt, da ist ein Dogma, ich muss eigentlich, wenn ich frei werden will, zuerst einmal meinen eigenen Geschmack in Frage stellen, ob der schon der absolute Geschmack ist. Oder ob das nur eine Einseitigkeit ist. Das heißt, es ist prinzipiell schon eine Einseitigkeit, wenn welche in mir auftauchen, die behaupten, das schmeckt nicht. Weil dann gibt es eine Sichtweise, die ich offensichtlich nicht akzeptieren will. Dieser schöne alte Sprichwort, die Katze frisst Mäuse, mir schmeckt sie nicht. Ist jetzt mein Geschmack richtiger wie der der Katzen?
Anders. Anders. Und allumfassend heißt, dass dir alles schmeckt. Aber das wirst du mit einem fehlerhaften Programm und Wertesystem niemals erreichen. Darum rede ich immer von der Vervollkommnung. Alles, was in dir drin ist, ist wichtig und es ist richtig, aber es ist unvollkommen. Solange du deine Rolle spielst, musst du das auch einfach so akzeptieren. Aber der Geist, der Schauspieler hinter der Rolle, der muss sich vervollkommnen. Die Rolle selber muss sich nicht vervollkommnen. Es muss in einem Krimi, wenn ich als Autor einen Krimi entwerfe, muss der Mörder nicht so ein guter Mann, es muss nicht jeder Saulus zu einem Paulus werden, um das biblisch auszudrücken. Aber wer hundertprozentig aufsteigen muss, ist der, der sich's ausdenkt. Das bist du. Das ist immer wieder, wo ich sage, spiel deine Rolle. Beobachte. Selbst wenn du jetzt einen Mörder spielst, dann spiel den Mörder. Wenn du das bewusst magst, was du das nicht gut heißen, was du magst, du spielst halt deine momentane Rolle. Und mit Holofeeling musst du ja sowieso alle Rollen spielen. Dann kriegt das Ganze eine vollkommen neue Qualität. Und es ist jetzt immer anzuraten, hier nochmal auf den Platon und den Sokrates zurückzukommen, dass du wirklich auch hier merkst, es ist dieser Kampf um Standpunkte. Es ist die Quelle von Leid. Die Quelle von Leid sind Einseitigkeiten und dann machen wir eine größere Gruppe. Jetzt hast du mal, wenn dir bewusst wird, dass in den von dir ausgedachten Märchengeschichten der Vergangenheit, das sind Märchengeschichten, alles sind Geschichten, dass das eigentliche Quelle von Leid immer entweder Kirchen, politische Parteien waren. Ist zum Beispiel, dass jetzt hier, wenn wir in unserer Demokratie diese Einseitigkeiten, wo wir jetzt zeitaktuell haben, die Sache in Hamburg an der Universität, dass Professoren das Wort verboten werden, den Lugge, der ja angeblich AfD ist, vollkommen falsch informiert. Presse stellt es nicht richtig. Es ist richtig, dass dieser Professor Lugge, ein Wirtschaftsprofessor, die AfD gegründet hat. Diesbezüglich gibt es zeitaktuell, wenn man zurückgeht, auch Updates auf Holofeeling genau in dem Zeitraum. Wo ich darauf hinweise, wenn du da die ersten Videos, wie die sich gebildet hat, die AfD, nur hochintellektuelle Wirtschaftsprofessoren. Die Alternative für Deutschland hat überhaupt nichts mit Judentum oder Rechts zu tun gehabt, auch nicht einmal mit Deutschland, sondern haben einige wirklich sehr intelligente Wirtschaftsprofessoren festgestellt, dass dieses momentane Aufbauen des Europas wirtschaftlich ein Niedergang der normalen Menschen ist. Nicht nur der Deutschen, sondern auch der anderen Völker, weil es Finanzkapital, das todbringende Verbrechen wird intronisiert, dann hat die Bankenrettungen eingesetzt, dass die ganze Währungsreformen eigentlich nur zum Vorteil sind für das Kapital als Ding an sich. Das war die Grundlage der AfD, darauf haben die hingewiesen, da ist überhaupt nicht um Juden oder Ausländer oder sonst was gegangen. Und dieser Lugge wurde natürlich, nachdem sich hier die AfD wenn vergrößert hat, sind sehr, sehr viele Rechte reingeströmt, jetzt zeitgeschichtlich, wenn du das überprüfst, und der wurde dann mehr oder weniger aus seiner eigenen Partei rausgeschmissen, wo er gar nichts damit zu tun haben wollte. Und dieser Lugge wollte jetzt in Hamburg, zeitaktuell, immer jetzt, wenn du das Video Datum anschaust, wenn du es anschaust, kannst du sagen, das war ja vor 10 Jahren, vielleicht, dann hast du aber dann dein System noch nicht verlassen. Ist es also definitiv so, der wollte in Hamburg jetzt diese Woche an der Uni wieder lehren als Wirtschaftsprofessor, und Hamburg ist eine hochrechtsfaschistische, ich sage jetzt rechts, linksfaschistische Hochburg, da ist die Antifa. Dann haben diese jungen, dummen Studenten haben komplett sich geweigert. Sie lassen nicht zu, dass hier ein AfDler, Rechtsradikal, an ihrer Universität einen Vortrag hält. Übrigens auch der Demassier, unser ehemaliger Verteidigungsminister, wollte auch eine Rede halten, den haben sie auch geschasst, der wurde auch rausgeschmissen. Weil er in seiner Zeit als Verteidigungsminister dafür verantwortlich war, dass da Waffenkrieg geliefert wurde nach Türkei, glaube ich. Die Schwierigkeit, jetzt kann ich nochmal wiederholen, habt ihr denn nichts gelernt von eurer Vergangenheit, würden jetzt die Jungen sagen. Und ich sage immer wieder, wir denken uns jetzt eine Vergangenheit aus, wo irgendwelche Fanatiker schreien Juden und Ausländer raus, dann wird unser Land besser. Das ist der Wellenberg. Und jetzt denken wir uns ein Wellental aus, das ja gleichzeitig da ist. Jetzt denken wir uns absolut einseitige Fanatiker, die schreien hier alle Ausländerhasser raus. Übrigens zeitgeschichtlich, wie der Hitler an die Macht gekommen ist in unserer Märchengeschichte, stark mitverantwortlich waren nationalsozialistische Studenten, die geprägt waren und haben verboten, dass jüdische Professoren Vorträge halten dürften an deutschen Universitäten.
Ich wiederhole nochmal, genau dieselben Fanatiker haben im Jungnazireich verboten, dass jüdische Professoren Vorträge halten, und die verbieten jetzt, dass der Vorträge hält als Wirtschaftsprofessor. Deine Welt wird immer mehr Sodom und Gomorra, zumindest die Welt, die du dir über Medien und Basieren reinziehst. Ja, ja. Die Profiling ist das eh vom Tisch, das ist ein Fehler in einem Führerscheinprüfungsbogen. Das Spiel spielst du ganz alleine. Ja, ja. Du denkst jetzt eine Welt aus. Ich habe jetzt von deinem Schwamminhalt geredet, ganz gezielt, wenn du dir das anschaust. Du kannst jetzt entweder deinen Schwamm machen, dass du sagst, das hat mich gar nicht interessiert, ich wusste es gar nicht, ich schaue keine Nachrichten, dann bist du schon einen ganzen Schritt weiter. Aber auch dann ist es wichtig, weil ich ein Beispiel habe, du hast es dann auch in deinem Traum ähnliche Phänomene, es verlagert sich bloß. Das ist immer wieder mit meinen Metaphern. Der Krug geht so lange zum Brunnen, bis er bricht, und Lügen haben kurze Beine. Das Problem ist dann immer noch da, wo ich anspreche. Ich habe bloß ein anderes Beispiel genommen. Ja, ja. Mhm. Und dann wirst du merken, dass du die Filter noch einschaltest. Schon wenn du dir jetzt diesen ausgedachten Platon und den Nietzsche anhörst, und du wirst eventuell, wenn hin und her gerissen sein, dass der eine was sagt und du gehst den Gedanken mit und sagst, stimmt eigentlich, und nachher sagt der andere was und sagt, du, das stimmt eigentlich auch, aber irgendwie stimmt es anders. Und jeder will Recht haben und jeder erklärt den anderen, dass er in dem Fall nicht Recht hat. Mhm. Und du musst diese Einseitigkeiten, dieses Dilemma auflösen. Mhm. Ein Dilemma ist immer, wenn dir zwei Sachen zur Auswahl stehen, die beide unvollkommen sind. Mhm. Ein Dilemma ist, wenn ich dich frage, ist jetzt eigentlich ein Kegel, ein Kreis oder ein Dreieck? Mhm. Das ist ein Dilemma. Egal für was du dich entscheidest, du hast nicht begriffen, dass ein Kegel eine Stufe höher ist, ein Kürbis ist, und Kreis und Dreieck. Mhm. Sind Flächen. Genau. Und wo zwei sind, muss ein drittes sein. Das ist das Wischiwaschi, was weder Kreis noch Dreieck ist. Das wäre dann ein Trilemma. Mhm. Unsere faulen Kompromisse, die Mitte. Genau. Und du lebst genau genommen in einem Multilemma, dass du so viele Unvollkommenheiten hast und du meinst, du müsstest dich zum Beispiel politische Parteien, und ich sage, setze politische Parteien für Todesstrafen. Erhängen, erschießen, Giftspritze, ertränken, erschlagen, köpfen. Das sind unsere Parteien. Und jetzt sagst du, du musst ja zum Wellen gehen, sonst verändert sich ja nichts. Ja, direkt makaber. Das ist nicht diskutierbar. Du klingst dich aus dieser Art zu denken aus. Ja, das du ist brauchst ein vollkommen neues Denken, aber dieses vollkommene neue Denken darf nichts an den bestehenden Denksystemen verändern. Es wird zusammengesetzt wie ein Puzzle, und die Sachen, die sich zu widersprechen scheinen, ergeben symbolisch gesehen eine vollkommen neue Qualität. Mein Autobeispiel. Ja. Was hat ein Stück Schlauch, ein Benzinschlauch mit einer Schraube zu tun und mit einem Kabelstecker zu tun? Ja, wenn ich das Auto nicht kenne, sind das komplett unterschiedliche Sachen. Ja, ja. Was hat der Kloschüssel mit einem Herd zu tun? Das sind Teile aus einer Wohnung. Ja. Es sind Teile aus einer Wohnung. So musst du, das ist das neue Denken, und es geht jetzt nicht darum, dass irgendjemand, den du dir jetzt ausdenkst, dass der das wissen müsste. Du musst es wissen. Weil erst wenn du das weißt, kannst du dir welche ausdenken, kannst du die Kisten denken, wo du dir das reindenkst. Mhm. Meine Sache mit der Kiste. Ja. Ein Spiel, und ansonsten, und das ist jetzt die große Kunst, das Leben ganz normal weiterspielen. Mhm. Ja. Da macht man schöne Erfahrungen. Das funktioniert erst ab einem gewissen Alter. Du kannst mit Figuren in einem Traum nicht diskutieren. Es sind Fanatiker, versuch's erst gar nicht. Ich sag's immer wieder. Darum rede ich ja eigentlich nur mit dem, der mich ausdenkt. Mhm. Ja. Und wer du zu sein glaubst, das kannst du jetzt komplett austauschen. Mhm. Du hast dann damit automatisch in dem, wo du dich setzt als irgendein Protagonisten, hast du einen persönlichen Schwamminhalt, und dann wirst du meine Worte mehr oder weniger ganzheitlich zu verstehen wissen. Du wirst meine Worte filtern, und du wirst sehr viele Ja-Aber oder das verstehe ich in dir nicht, das verstehe ich nicht in dir auftauchen, Maiken. Das sind Reaktionen. Dann kommt immer wieder diese Einseitigkeit, diese hartnäckige Einseitigkeit. Da könnte ich hier die Fragen, wo ich gerade sage, jetzt immer diese Kleinigkeiten, wenn ich ganz kurz nochmal das Bild übertrage. Mal ganz kurz rein. Ups.
Aber was ist jetzt? Jetzt kann ich es nicht einschalten, jetzt ist er wieder da. Geht jetzt zum Joker. Da kommt er wieder. Unser äußerer 313. Mein Brösel. Das ist diese Sache. Meine Erklärung, die ersten, das ist ja die zweite, immer auf unseren Schöpfungsschatz bezogen. Wie auch immer, in den mir zugänglichen Kopien der betreffenden Niederschrift. Das ist einmal schon mal das Erste. Den denken wir uns jetzt übrigens aus. Ja. Problematisch wird das Ganze, wenn du glaubst, du bist der, der das reingestellt hat. Mhm. Für mich ist das jetzt nur Schrift, die mich dazu veranlasst, mir jemanden auszudenken, der das angeblich reingestellt hat. Das ist bei mir vollkommen gelöscht. Das ist eine Interpretation von einem Bild, das in mir auftaucht. Zwangsläufig hier, wie heißt das in Ich bin du für Neugierige? Ja, der bildet sich ja ein, der ist Gott. Dieser Schreiber der Offenbarungen. Und dann steht in Holofeeling für Neugierig, ich habe das so oft wiederholt, dann steht er zuerst einmal drinnen, wo eine Schrift ist, muss auch ein Schreiber sein, denkst du dir jetzt aus. Okay? Mhm. Das heißt, du denkst dir jetzt den Schreiber aus. Der Leser, den wir uns jetzt ausdenken, der auch was Ausgedachtes ist von dir, du denkst erst einmal an dich als Leser und wenn du was liest, wo eine Schrift ist, muss ein Schreiber sein, das ist logisch, aber nicht besonders geistreich, wie ich das immer nenne, denke ich mir einen Schreiber aus, wer hat es geschrieben? Das Synonym BR, mein Regenschirm J. Den denke ich mir jetzt aus, ein anderer sagt, wer ist das? Okay, und dieser Schreiber wiederum, den ich mir jetzt ausdenke, der diese Schrift erschafft, der macht es doch nur, weil ich mir das denke. Ja. Das heißt zu behaupten, der Schreiber bildet sich ein, der ist Gott, ist eine Definition von dem Denker. Ich jetzt wiederum sage zu dir, ich bin ein Gedanke von dir, du bist wesentlich mehr Gott wie ich. Ja. Weil ich bin vergänglich, ich jetzt, der Udo, der Schreiber. Ich bin ja vergänglich in Bezug auf die Offenbarungen. Du bist es nicht. Du warst schon da, bevor du an die Offenbarungen und an Udo gedacht hast. Und du bist auch noch da, wenn du nicht mehr an ihn denkst. Ja. Im Jetzt. Okay, aber jetzt bleiben wir mal wieder normal in der normalen Logik, wie auch immer, in den mir zugänglichen Kopien der betreffenden Niederschrift sieht der erste Satz Genesis 1 in der Worterteilung der gänglichen Masora ebenfalls anders aus. In seiner zugänglichen, das ist das Dogma. Wenn dir nur geozentrische Weltbild zugänglich ist, okay? Ja. Ich mache das nochmal zurück. Wenn dir nur die Logik des geozentrischen Weltbildes zugänglich ist, das heißt, die Welt ist eine Scheibe, und es kommt dann und der behauptet, die Welt ist eine Kugel, dann ist dir das nicht zugänglich, dann ist das für dich ein Spinner, weil dann unten an der Kugel das Wasser rausläuft. Weil mit dem Glauben verbunden ist, dass du meinst, hier alles fällt von oben nach unten und egal in welche Richtung du läufst, du kommst irgendwann einmal in ein großes Wasser. Das heißt, ein höheres Denkmodell ist immer integriert die tiefer liegende Form. Das ist dieses Wachstum. Ich kann von oben nach unten sehen, aber nicht von unten nach oben. Das kann ich mir tausendmal wiederholen und ich stelle immer wieder fest, solche Äußerungen sind total intellektuell verkopfte Menschen, die nicht loslassen können. Ja. Die können von ihrem Wissen nicht loslassen und ihnen fällt der Geist, ihr Wissen als eine Facette von einem höheren Wissen anzusehen. Und egal welchen Glauben du hast, ob du rechtsfanatisch bist oder ob du linksfanatisch bist, faschistisch, ein Bündel, Faschismus ist immer wieder, ich kann es nicht oft genug sagen, ob ich das faschistisch einen Bund nenne, eine Partei nenne oder eine Sekte nenne. Es ist ein Teilbereich von einem höheren Ganzen. Eine christliche Sekte oder eine muslimische Sekte. Ja. Das sind Teilbereiche des Christentums und der Moslems. Genau. Aber wiederum Christentum und Moslems sind wieder Teilbereiche des Judentums. Das Judentum ist wieder ein Teilbereich von noch einem größeren System. Ja. Ob du das jetzt nachvollziehst, ob das auf deinem Schwamm schon drauf ist oder nicht drauf ist, spielt dabei überhaupt keine Rolle. Ich politisiere nicht und ich mache nichts Religiöses. Genau. Darum sage ich immer wieder, das, was ich dir erzähle, ist weder religiöses, esoterisches, noch naturwissenschaftliches Geschwätz, politisches Geschwätz. Es ist ein ständiger Kampf um Einseitigkeiten. Was ist das einheitliche Ganze, das verbindende Parameter? Das bist du. Du selbst. Was hat der Känguru in Australien, der Neandertal in der Steinzeit und der Eiffelturm gemeinsam? Nicht ganz. Was hat jetzt eigentlich der ganze religiöse Glaube aller Religionen gemeinsam. Ein Denker, der sich diese vielen religiösen Systeme, diese vielen politischen Systeme ausdenkt. Ja. So, jetzt frag dich einmal, bist das nicht du?
Ist der, der sich das ausdenkt, der, der du zu sein glaubst, ist der nicht auch bloß ein Gedanke? Der Trockennasenaffe mit seinem Schwamminhalt, der Computer mit einem gewissen Programm, der ans Internet angeschlossen ist, aber von der Vielheit, die er sich aus dem Internet herausholen könnte, prinzipiell nur das herausholt, was ihn interessiert, was für ihn von Interesse ist, was ihm logisch erscheint, und alles andere bekämpft er, das ist selbstzerstört. Das ist deine eigene Selbstzerstörung. Du reißt dich in Fetzen und willst dich einnisten in ein kleines Trümmerstückchen in einem Brösel. Ja. Das Spiel, das wir zwei miteinander spielen, das spielen bloß wir zwei miteinander, nicht diese Figuren, die du dir ausdenkst. Das spielt JCH Roth mit ICH Roth. Und was ich dir dabei eigentlich beibringe, ist, dass du ich bist. Drum beginnt mein Spiel mit Ich bin du. Ja, da kannst du dich jetzt nochmal hinsetzen, dann zieh dir jetzt mal den Platon und den Nietzsche rein und versuch das einmal, soweit du in der Lage bist, das ein bisschen geistreich zu deuten. Und dann wirst du irgendwann einsehen, dass eigentlich jeder von beiden recht hat, auch wenn sie sich ständig zu widersprechen scheinen. Der Widerspruch, das sind die Facetten. Es ist immer die Facetten. Wenn ich nur in einer Welt von Facetten und Einzelteilen lebe, kriege ich das überhaupt nicht auf die Reihe. Schau, wer jetzt dazu kommt. Jetzt können wir den fettigen Kotz dazu machen. Wird noch. Ich bin gerade in der Aufnahme. Jetzt haben wir die Philosophie, das müsst ihr euch dann noch anschauen. Okay. Alles klar. Das war etwas Neues, aber nicht eigentlich nichts Neues, sondern immer wieder Wiederholungen, dass du merkst, dass die Menschen immer wieder abstürzen. Richtig, genau. So, du bröselst jetzt vom Computer, das sind meine Donis und meine Fettings. Jetzt habe ich hier mal ein richtiges Quartett und gewährt mir die Bitte in euren Quartett. Okay. Ich bin der Fünfte. Jetzt. Der Fünfte. Gut. Das ist ja fast ein geheimes Lehrertreffen, was wir jetzt machen. Ja. Kurzkonferenz, ja. Altlehrertreffen. Ja, die Weisheit, wenn in einem wächst, das Leben ist sowas Fantastisches. Es erleben zu dürfen, ist ein göttliches Geschenk. Genau. Und das muss man natürlich vielgestaltig ausformen. So mehr man seine Informationen umformen kann, diese Toleranz. Ich habe immer wieder gesagt, Holofeeling ist das Einzige in der Welt, was du dir reinziehen könntest, jetzt symbolisch gesprochen, das genial ist. Immer ein Genie ist all. Immer an das Du-All-Denken. Du bist all, du bist Gott, du bist das Nichts, aus dem alles entspringt. Ja, ja. Du bist das Nichts, dieser Gott, aus dem wieder alles zurückkehrt, im Jetzt. Und alte Definition von dem Udo, schon vor 30 Jahren habe ich gesagt, ein Genie sieht all das, was jeder normal normierte Mensch in seiner Einseitigkeit sieht. Er kann jeden Gedankengang nachvollziehen. Er sieht es, was jeder normale Mensch sieht, bloß er hat zusätzlich die Fähigkeit, dass er das auch noch ganz anders sehen kann. Ja. Der normale Mensch sagt sofort bei Zeichnen ein Quadrat mit drei Strichen, das geht nicht. Im Gefängnis einer Logik, ne? Und wenn man die Lösung hat, gibt es nicht nur eine Lösung, nicht nur, dass es geht, sondern es gibt sogar sehr viele Lösungen. Darum habe ich gerade zum Wiederholen, wir hatten nochmal unseren Schöpfungssatz, der da verkehrt ist. Ja, alles sagen. Wo ich dann zuerst sage, die einfachste Lösung, ich habe was Darling, dann sage ich, gute Auto hat halt einen Scheiß gebaut. Ja. Es steht übrigens in Ich bin du, glaube ich, schon vorne drin oder im ersten Selbstgespräch, so ist interessant, dass du ständig werdest. Erinnert euch dran, ich gebe dir jetzt zum Beispiel die Lutherbibel zum Lesen. Und du fängst zum Lesen an, als Deutschlehrer oder als normal gebildeter Mensch und sagst, das tun wir gar nicht an, der kann ja nicht einmal richtig Deutsch. Ja. Weil die sind immer recht gelasert, das ist ja Scheiß, was da drin steht. Das ist also ein wunderschönes Beispiel, wo man plötzlich merkt, wie dieses Filtersystem schon alles, was dir unlogisch erscheint, noch zusätzlich mit einem Magel behaftet. Wenn der nicht einmal richtig Deutsch schreiben kann, kann das sowieso nichts sein, was er weiß. Jetzt, wenn ich in das Verlagswesen gehe, wirst du zum Beispiel feststellen, dass also hier normalerweise Bücher immer normal durch ein Lektorat laufen. Das heißt, da ist ein Schriftsteller, der schreibt einen Roman, da geht es erst einmal um die Geschichte. Und es gibt viele Schriftsteller, die wirklich richtig mies sind in der deutschen Rechtschreibung. Darum läuft es angepasst an die deutsche Rechtschreibung durch ein Lektorat durch. Mhm. Und dann spricht der Lektor auch nochmal auf in Satzstellungen nochmal mit den Schriftstellern und dann wird das Buch veröffentlicht.
Es wird aber prinzipiell an dieser gigantischen Geschichte, an den Roman oder was, nichts verändert. Es wird nur an die aktuelle deutsche Rechtschreibung, die schon immer wieder einen Wechsel unterliegt und eine, die hier festhalten, immer in diesen Normierungen leben wollen, die haben ein riesengroßes Problem. Aber das fällt dann sofort unterm Tisch und dann gehe ich da noch einen Schritt weiter, wo ich in den Selbstgeschrieben beschreibe, dass das einmal einfach ausblendet. Ihr kennt ja die Geschichten, Helene, deine Sache oder mit der Trixi, wo ich spreche, Schulrektorin, Trixi Schulrektorin, wie sie das erste Mal Offenbarungen gelesen hat und ich weise darauf hin und sie sagt, es ist wirklich, wenn du jetzt in deinem Beruf immer Aufsätze korrigieren musst, da achtest du gar nicht auf den Inhalt, wenn es um ein Diktat geht, du bist wirklich in einem Schnelldurchgang einfach nur ein Fehlersuchgerät, weil du den Fokus auf die Fehler legst. Wird übrigens alles in den Offenbarungen beschrieben. Im Moment, wo mich die Geschichte interessiert, muss ich auf die Fehler nicht achten. Selbst wenn ich das Wort Fehler mit einem V schreibe, ändert es ja nichts. Entweder mir fällt spontan wieder meine Verneinung ein. Wenn ich etwas verneine, ich sage definitiv, ich halte das zweite Gebot. Mach dir kein Bild. Hallo? Krishna. Was ist das? Mach das ab. Kein Bild. Das ist nicht denkbar. Ich denke, Hüllen wir. Muss ich schauen, jetzt habe ich die rausgeschmissen, warte da mal schnell. Nee. Bei mir wieder, mache ich jetzt, muss ich da ganz kurz. Noch jemand? Kleinen Moment. Ja. Schauen wir mal, ob es jetzt hinhaut. So, passt schon, kann man weitermachen. Soll ich wieder den Faden verlieren? Das ist bei mir, ich war nicht kein mehr... Bild, war der letzte Satz. Suchgerät. Ist zu viel. Der Lehrer ist das Suchgerät. Der Lehrer ist das Suchgerät für die Fehler, dann kann ich einen Roman lesen, selbst wenn ich das Wort Fehler schreibe und da fällt mir gerade ein, eine Verneinung ist eine Verneinung, weil ich das zweite Gebot halte. Mach dir kein Bild von irgendwas da außen. Alles, was außen ist, ist erst einmal hundertprozentig sicher in dir drin. Und da kann ich tausendmal sagen, das schreibt dir sogar der Materialismus vor. Ja, genau. Das ist einmal selbst dein materialistisches Weltbild, schreib dir das vor, es muss in meinem Gehirn drin sein. Ihr wisst, ich kann dann tausendmal sagen, jetzt schau in dich rein, ob du glaubst, ob dein Gehirn und dein Körper auch dann da ist, wenn du nicht dran denkst. Jetzt gehe ich in ein Lektorat, der sieht jetzt wieder wen anders und jetzt gehe ich in dieser Handlung, gehe ich den, der den Satz macht für das Buch. Der achtet weder auf Fehler noch auf den Inhalt, sondern der schaut nur bei den Zeilenumbrüchen, bei den Zeitenumbrüchen, dass das schön aussieht optisch. Der hat wieder einen anderen Fokus. Das sind jetzt alles ausgedachte Kisten, wo ich mir gewisse Funktionen reindenke. Ja, so ist es. Das ist eigentlich hier mal das, was verstanden werden muss. Und ich kann nur meine Kiste, was in meiner Kiste, in meinem Kopf drin ist, kann ich anschauen. Die anderen Köpfe sind schon wieder Kisten meiner Kiste. Ja. Die Kiste, die ich mir ausdenke, was da drin ist, wird immer von dem definiert, der die Kiste sich ausdenkt. Und jetzt kann ich immer wieder von vorne sagen, es ist in dir nicht installiert, sonst hättest du keine Probleme. Wenn du verstanden hast, was du bist, wenn du das akzeptierst im tiefsten Inneren, hast du vor nichts und niemandem mehr Angst. Und du wirst dich über nichts und niemanden mehr aufregen, schon gar nicht über irgendeinen Verlust. Ja. Da schreit dich das Wort Lust in dem Verlust schon an. Jetzt musst du nur die Vorsilbe, die deutsche Vorsilbe Ver, musst du vervollkommnen. Du kannst nämlich etwas verstreuen, du kannst etwas verbieten. Verstreust die Lust um dich herum, dann bist du fehlerhaft. Ja. Weil du meinst, du hast mit ihm um dich herum nichts zu tun. Ja. Obwohl das doch hier deine Information ist, oder verbindest du das wieder mit dir, das ist die absolut allumfassende Liebe. Ja, die Verbindung. Ja. Sprach so präzise. Ja. Immer wieder, du musst es verstehen. Und ob du es verstanden hast, du bist der Erste, der es mitkriegt.
jedes Mal, wenn du wieder abstürzt, dass du dich über was aufregst. Jedes Mal, wenn du vor was Angst hast, vor irgendwas ausgedacht. Mhm. Da kann du dann in Selbstgesprächen raus mal sagen, du bist immer, versteh das. Und es taucht der Gedanke in dich auf und dann freust du dich, weil die auftaucht und dann taucht der andere Gedanke auf, so habe ich Angst vor dir. Wie kann ein bewusster Geist Angst vor seinen Gedanken haben? Er ist doch die Ursache für diese Gedanken. Wie wird es ohne ihn gar nicht gehen? Die Gedanken benötigen dich. Aber du wiederum benötigst in einem gewissen Maß auch die Gedanken, sonst erlebst du nichts. Ja. Aber wie sieht jetzt das aus, wenn ich hier Sachen erleben kann in einer breiten Palette von Qualität? Und es kann alles gut sein, wie ich sage, diese große Fassung unserer Belletristik in unserer göttlichen Bibliothek. Ja. Es kann alles interessant sein, so wie auch wenn ich mich vielfältig nahrungstechnisch ernähre, ist es wie wenn ich mich vielfältig geistig ernähre. Mhm. So viel zum Thema, ich esse kein Fleisch. Ja. Und dann kannst du kein Christ sein. Mhm. Nehmt mit hin, das ist mein Fleisch, beziehungsweise das Brot und es ist. Ja. Ja. Das Wunder der Gestaltwerdung. Ja. Das Fleischepreis hier. Ja. Das Brot im Adam. Mhm. Geistreichen der Vatersprache Hebräisch. Ja. Wenn du dich mit dem Feeling nicht auseinandergesetzt hast, rede ich jetzt bloß wirre Faust. Genau. Ja, ich frage mich, wieso ich die nicht hinzufügen kann. Die Ariane ist da. Ja, die hat, sage ich mal wieder, die hat sich Etzeler. Ja. Ja, ja, alle schreien nach ihrem Papa. Wir sitzen zum Beispiel da im Dampferschopp und gegenüber ist die Buchhandlung Meier. Ja. Und dann sitzen wir hier so und dann sage ich, die Welt spricht zu euch. Dann ist, wieso spricht die Welt? Weiß nicht, wieso die nicht hingeht. Die ruft laufend an, ist ja wurscht. Seht ihr Gedanken? Jetzt sofort. Mache ich das jetzt bewusst, lasse ich das laufen oder beobachte mich dabei? Aber ich komme zur Buchhandlung zurück. Das ist jetzt immer wieder die Frage, springe ich nochmal, kann der Udo sich jetzt das denken, was er äußert? Was äußert jetzt da eigentlich was? Ein Computer und ein Pixelmännchen und ein Lautsprecher. Ja, ja, jetzt schaue ich nicht rein, ob du das noch normal interpretierst oder ob du das schon geistreich einfach dehnest, dir die Worte anhörst, dich selber anschaust, wie du reagierst. Es gibt keine Zufälle, es gibt keine Fehler. Ja. 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 Einseitige Aussage. Margot sagt sofort wieder, ja, wenn ich sage, es gibt keine Fehler, muss es auch Fehler geben. Zuerst einmal, alles, was du dir unbewusst ausdenkst, fehlt in dir, weil du meinst, es ist da außen. Ja. Der Heiligungsprozess ist, es fehlt niemals in dir. Wir haben diese zwei Stufen. Du musst es zuerst aus der heiligen Einheit zu einer Information, zu einer Gedankenwelle machen. Damit mache ich einen, ich überlege mir zuerst einmal, wenn ich immer bin, symbolisch gesehen, unten, muss ich mir jetzt erst einmal um einen Wasserspiegel über mich drüber denken. Das ist die Nulllinie. Das symbolisiert jetzt den ausgedachten Geist. Und ich weiß jetzt, Geist kann es nicht geben, weil Geist ist eben. Aber Geist als dritter Buchstabe, als Gimmel, ist ja Synthese. Dann muss aber auch eine These und eine Antithese da sein. Das ist es still. Das ist das, wo die Welt hier spricht. Darum wiederhole ich das. Und ihr hört es, du gehst den Gedankengang mit und es erscheint dir logisch, ob du es dann schon wirklich verstanden hast. Das zeigt solche Kleinigkeiten. Ist, wenn ich das jetzt beobachte, kann ich meine Interpretation beobachten? Mhm. Und kann aber im selben Moment wissen, es ist jetzt nur eine von vielen möglichen Interpretationen. Ja. Fehlerhaft heißt nur unvollkommen. Genau. Ja. Alles, was auftaucht, ist prinzipiell fehlerhaft. Es sind Fehler als Ding an sich, wenn ich die mir unbewusst ausdenke. Aber was ist jetzt ein Gedanke, wenn ich ihn mir bewusst ausdenke? Dann komme ich in diese Spiel. Dann kann ich sagen, momentan schaue ich bloß die Seite an, die gehört aber dazu. Und die Nulllinie, die ausgedachte Nulllinie-Synthese gehört auch dazu. Das ist jetzt der träumende Geist. Wow. Im letzten Selbstgespräch habe ich gesagt, hier beim Täuschen, das Wort Täuschen, wenn du dich täuscht, bist du einseitig. Um die Täuschung aufzuheben, musst du das austauschen. Du musst die andere Seite dazu machen. Du musst täuschen und tauschen dasselbe Wort. Wenn wir das Wort tauschen, ich tausche etwas mit dem dazugehörigen, die These mit der Antithese aus und vereinige die dann. Ja. Ich kann aber die Antithese erst vereinigen, wenn ich beide gleichzeitig denke.
Ja, ja. Solange ich die noch zeitlich nacheinander denke, funktioniert es nicht. Das ist zum Beispiel bei Hell und Dunkel der Fall. Beim Einatmen und Ausatmen der Fall. Das ist, jetzt schau rein, wie hartnäckig du glaubst, dass Einatmen und Ausatmen nacheinander kommt. Das Wort nacheinander habe ich vielfach schon erklärt. Es ist hundertprozentig sicher, dass du nur jetzt einatmen kannst und du kannst nur jetzt ausatmen. Das ist das immer wieder, was ich sage, was du longitudinal siehst, in die Nulllinie rein, musst du hochkant in die Transversale stellen. Ja, genau. Bergdahl gibt es nicht. Sinus positiv, Sinus negativ, Halbwelle. Immer nur gleichzeitig. Der Einheitskreis ist es gleich. Bin ich den Fehler der Arithmetiker, der Geometriker mache und ich verstreue den hier in eine ausgedachte longitudinale Richtung. Was jetzt übrigens als Fehler, als Ding an sich gar kein Fehler ist, das ist die Grundvoraussetzung, dass du die raumzeitliche Vorstellungen in dir aufbauen kannst. Dass du die Fähigkeit kriegst, etwas von hier wegzudenken, dir woanders hinzudenken, räumlich und zeitlich, obwohl es doch dennoch hier und jetzt gedacht wird. Fällt es in der zusammen. Das ist immer die Sache auch mit der Lichtgeschwindigkeit. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel einmal eine Rechteckspannung nehme, pass auf, wir machen einmal Lautsprechertechnisch. Ich mache jetzt ganz normale Physik. Es ist vollkommen unmöglich, dass ein Lautsprecher ein Rechtecksignal wiedergibt. Zu meiner Zeit hat man da versucht, Lautsprecher zu bauen. Der Mangerwandler zum Beispiel, der angenähert ein Biegewellenstrahl, ich erkläre euch jetzt nicht die Details, ist normale Physik, raumzeitliche Physik der Vergangenheit oder der Jetztzeit. Ein Lautsprecher, der ein Rechteck, also ein Lautsprecher mit Brand, die jetzt hin und her schwingen kann, ein Sinus, die kann langsam nach vorne schwingen, nach hinten schwingen, dann denken wir uns diese raumzeitliche longitudinale Schallwelle als Sinus aus. In dem Moment, wo ich elektrisches Signal eine Rechteckspannung drauf gebe, würde das ja heißen, passt auf, diese Rechteckspannung, dass die Lautsprechermembran, wenn das nach oben schwingt, das ist ja jetzt. Ja. Müsste die Lautsprechermembran in normaler Vorstellungswelt der Physik mit Lichtgeschwindigkeit nach oben schwingen und schlagartig da oben stehen bleiben. Das heißt, sie müsste mit Lichtgeschwindigkeit nach außen schwingen. Ja. Hat den falschen Knopf gedrückt. Ich sag. Eine Chance kriegt sie, aber dann ist es aus. Dann ist meine Geduld am Ende. Die Lautsprechermembran, die Sinus schwingt, macht hier ihre Sinusschwingung, okay? Ja. Jetzt ist es so, in dem Moment, wo man Rechteckspannung machen, müsste die Lautsprechermembran mit Lichtgeschwindigkeit einfach zuhören, müsste die mit Lichtgeschwindigkeit nach oben schwingen, also nach außen schwingen, je nachdem, wie wir den Lautsprecher einbauen, müsste dann schlagartig stehen bleiben und wieder mit Lichtgeschwindigkeit in die Nullstellung zurückfallen, beziehungsweise von der Plusstellung mit Lichtgeschwindigkeit in die Minusstellung schwingen, stehen bleiben, dann wieder eine Zeit lang stehen bleiben. Wenn wir jetzt das wirkliche Rechteck, die Nulllinie missachten, wir fangen an, ich lasse den Sinus los, ich schwinge in die Plusstellung mit Lichtgeschwindigkeit, bleibt eine Zeit lang außen, schwingt dann voll in die Minusstellung, bleibt eine Zeit lang außen, wieder in die Plusstellung, das wäre jetzt ein Rechteck. Mhm. Es gibt keine longitudinale Rechteckwelle, sie ist nämlich eine unsere Fourier-Transformation hier Sinus 1, Drittel, Sinus, bla bla bla, Fourier-Transformation. Und ich sage, für ideales Rechteck würdest du unendlich viel Energie brauchen. Jetzt machen wir Einstein. Die Lautsprechermembran, die wir uns ausdenken, der sprechen wir gewisse Masse zu. Das heißt, um eine gewisse Masse mit auf Lichtgeschwindigkeit zu bewegen, brauchst du unendlich viel Energie. Ja. Das heißt, ich müsste unendlich viel Energie aufwenden, weil die Lautsprechermembran müsste ja mit Lichtgeschwindigkeit hier hin und her schwingen. Dann immer wieder auch schlag stehen bleiben, ohne irgendeine Verzögerung, was ja physikalisch nicht möglich ist. Das ist die Falle der Physik. Wie will ich diese Lautsprechermembran? Die Lautsprechermembran ist jetzt eine Kiste und da spreche ich ein Gewicht von so und so viel Gramm zu. Jetzt könnte ich wieder zu dir sagen, wie groß ist die Erdkugel, die du dir jetzt denkst? Wie schwer ist die Erdkugel, die du dir jetzt denkst? Also gut, ich frage dich jetzt, wie schwer ist die Lautsprechermembran, die du dir denkst? Dieses Gewicht ist einfach ein Gedanke, ein Wert, eine Vorstellung, die du in deinem Kopf setzt. Aber die ausgedachte Lautsprechermembran als Ding an sich ist ein Nichts, ein Gedanke. Was jetzt noch interessanter ist, sobald du diese Lautsprechermembran vor dich herstellst,
vor dich hinstellt als Vorstellung, wie ich es gerade mit den Händen mache, wenn ich jetzt aus die Augen vom Udo rausschaue und ich sage, die muss ja dann mit Lichtgeschwindigkeit von hier nach hier schwingen, setze ich zwei Punkte, die auseinander sind in meiner Vorstellung. Mhm. Aber wo ist jetzt dieser Anfangspunkt? Ja, ja. Ah, ja. Dieser Endpunkt. Ja, ja. Okay. Okay. Seid ihr dabei? Ja. Ja. Der ruhende und der bewegte Beobachter bei Einstein sind beides zwei ausgedachte Punkte. Jetzt könnte ich wieder sagen, in unserem alten Beispiel, wo ist jetzt Zürich, wo ist Wien? Ja. Wo ist das Zürich, das ich mir jetzt ausdenke? Wo ist das Wien, das ich mir ausdenke? Ja, genau. Wenn sich etwas mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, existiert dieses Teilchen kein Raum mehr, weil das Ding selber, das mit Lichtgeschwindigkeit bewegt, in dem fällt der komplette Raum um dieses Ding herum zusammen in einem Punkt. Ja. Und die Zeit wird in diesem Beispiel unendlich. Ja. Das Unendliche jetzt. Ja. Solange du dir Zeit als eine Strecke ausdenkst, ist jeder Punkt auf dieser Strecke jetzt. Ja. 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 Bei jedem Moment, jetzt mache ich unseren klassischen Film, auf der DVD sind alle Einzelbilder eines Digitalfilmes, eines Analog. Es gibt kein Analog in einer ausgedachten Welt. Mhm. Du kannst nur digitalisiert denken, weil du ein Computer bist. Ein Computer, denk an mein Matrix-Beispiel. Ja. Ja. Max Planck gewindelt. Übrigens, um das nochmal zu machen, bei Einstein ist ja Energie eine Gestaltwerdung, die Masse, wobei das Wort Masse, jetzt haue ich das nochmal rein, dahin beginnen, machen wir unseren Gematrie-Explorer, muss ich ganz kurz, okay, wir machen das mit Masse, das hebräische Wort Asse oder Esse, Esse ist ja sein Lateinisch, okay, wir machen jetzt einmal ein Elef, ein Ein, Entschuldigung, ein Linkspunkt hier ist Shin. Wir machen ein He. Mhm. Das könnte ich jetzt Asse oder Esse lesen. Wir schauen nochmal, was da drin steht. Das heißt, etwas aktivieren, etwas ausführen, etwas machen, etwas tun. Okay, interessant ist, du magst etwas, du führst etwas nach außen, wenn du dir etwas ausdenkst, dann magst du etwas, du baust eine Form, eine Lautsprechermembran oder eine Rakete oder irgendwas in dir auf und du denkst dir das aus. Ja. Okay, diese ist das da mal blau gelesen, eine augenblickliche logische Wahrnehmung. Mhm. Das heißt, etwas tun, machen, im Chat ein Gestalt gewordene Kondition, das ist das Gehirn. Mhm. Und das wird jetzt zu einer existierenden, zu einer wahrgenommenen He, als He-Lesen zum Beispiel, zu einer Erscheinung. Genau. Mhm. Etwas bewirken, wir in wir ist ein Fundament, das ist Ken, F unter, eine Facette. Wir sind jetzt bei unsere Welle und die aktiviere ich. Mhm. Asse, sprich Asse, Esse, da kommt das Messe, das Masse her. Das heißt, die Masse kommt vom Tun, vom Machen, vom Ausführen, vom Aktivieren in deinen Kopf. Bleibt aber nur eine Information, ein Gedanke. Stimmt oder stimmt? Ja. Ja. Du merkst jetzt, das ist Vordersprache, das ist wirkliche Physik, geistige Physik. Darum kriegst du einen Abwasch, einen gespiegelten Wert von 99. Ach, da will ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen. Spiegel spiegelt sich. Wenn du das im Spiegel sind Spiegelungen. Genau. Du hast übrigens zum Beispiel, wenn wir das 375 lesen, dann hast du hier logische, augenblickliche Wahrnehmung. Ja. Gut? Ja. Das heißt, und jetzt, wieso ich jetzt das nochmal in unsere Energie selber, das bist du. Du bist die Energie, du bist der Geist. Immer dran denken, das hebräische Wort für Geist, setzen wir bitte unser Gimmel. GML ist die Einstein-Formel. Mhm. Dieser Geist ist die Energie, das M ist die Masse und das L hin ist das richtige C-Quadrat, symbolisch. Mhm. Einstein sagt, diese Energie, der Geist, der träumende Geist, ist eine Gestaltwerdung, ein ständiges Austauschen von M mal C Quadrat, wobei C ja 3 ist. Mhm. Achte drauf, die setzt man normal in der Physik als Licht übrigens die 1, aber wir haben ja unsere 300.000 klar, 3 hoch im Quadrat. Dann kriege ich 3 im Quadrat ist 9. Dann habe ich die Masse in den Spiegelungen, die Gestaltwerdungen in den Spiegelungen. Ja.
Vielleicht kannst du heute vielleicht nicht, spielt keine Rolle, da kannst du halt einfach die Holophysik im Gottes lesen, da wird es nochmal etwas genauer erklärt. Jetzt haben wir aber doch auch noch diesen Max Planck. Max heißt übrigens X als Tschechien gelesen, heißt vom Bruder. Planck beginnt BLA, das heißt vom Bruder sind die Wunder. Wenn man separiert. Er definiert es anders. Er sagt, Energie ist Planck'sche Werk, Quantum ist H mal F. Das heißt, das sind die wahrgenommenen Facetten. Diese Wahrnehmung im All von Gott sind immer Facetten. Facetten steckt das Wort Face, Sicht, Gesichter drin, mit zwei T, mit zwei Spiegelungen. Face, T, T. Ja. Zwei Gesichter, wo du immer zwei Erscheinungen brauchst. Ja. Und Planck, diese Formel letztendlich, der bringt jetzt in seiner Vorstellung die Frequenz ins Spiel. Das F. H ist das Wirkquantum. Er sagt, Licht gibt es nur gequantelt in kleinen Portionen. Der erste Druckschluss, dieses Axiom zur Zeit, dass man Licht ist Welle und Teilchen gleichzeitig. Das kannst du vergessen. Ja. Und dann kommt irgendwie, wenn ich jetzt sage, die Welle setzt man als Kreis, den Einheitskreis, und das Teilchen setzt man das Dreieck. Licht ist ja beides gleichzeitig, dann ist es aber eine Kegel. Aber wenn ich jetzt den Kegel sehe, sage ich mir, der Kegel ist ja Kreis und Dreieck gleichzeitig, weil dann würde ich ja sagen, der Kegel ist zwei Flächen gleichzeitig. Die Flächen müssen nämlich im 90 Grad Winkel aufeinander stehen. Aber um den idealen Kegel zu kriegen, nur in einer vorgestellten Welt, immer dran denken, Worte lösen jetzt in dir Vorstellungen aus. Ja. Wichtig ist, Planck sagt, Licht ist gequantelt. Ich nenne das ja meine Photonis. Das sind jetzt schlichtweg und einfach, dass also hier gequantelt heißt, wenn ich einen Film anschaue, habe ich alle Bilder gleichzeitig auf der DVD, das sind Einzelbilder, und wenn ich jetzt einen analogen Bildeffekt habe auf dem Bildschirm, ändert es nichts, auch wenn ich glaube, dass ich jetzt meinen Finger hin und her bewege bei dem kleinen Pixelmännchen. Es ist definitiv so, dass sich hier nichts bewegt. Das, was du jetzt siehst, sind statische Einzelbilder. Das ist Bild, 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 das sich raussieht. Das ist wieder unsere Büchermetapher. Seite, Seite, Seite. Das ist so trügerisch hier, unbewusst sich eine Zeitspanne vorzustellen. Weil die Zeitspanne, jetzt mache ich nochmal, ich wiederhole all die Holo-Feeling-Sätze. Eine Sekunde. 1000 Jahre. Hat jetzt die 1000 Jahre, die ich jetzt denke, eine gewisse Zeit lang an 1000 Jahre denke oder eine gewisse Zeit lang an eine Sekunde denke, ich kann an eine Sekunde wesentlich länger denken wie an 1000 Jahre, dann dauern die 1000 Jahre nicht so lange wie die Sekunde. Ja. Wenn ich es nicht mehr denke, ist es weg. Ja. Es sind genau genommen, ob ich von einer räumlichen Entfernung oder von einer zeitlichen Entfernung spreche. Du musst die Vorsilbe End beachten. Die Vorsilbe End baut zuerst einmal eine Vorstellung in dir auf und führt dann das Vorgestellte wieder zurück in die Einheit. Ja. Eine Entspannung, Entspannung. Haben wir doch tausendmal gehabt. Entschuldigung, hast du das schon verstanden? Es ist installiert bei dir, in deinem Alltag, in diesem ewigen Alltag, wo jeden Moment, den du heute erlebst, erlebst du jetzt. Morgen ist ein Gedanke, den du jetzt denkst. Solche Worte überhaupt existieren, kann es nur jetzt existieren, und sollte es irgendwann einmal morgen sein, ist es heute. Die klingen witzig. Ein normaler Mensch schiebt sich da einen Dreck drum. Aber ich komme nochmal auf Wandelung zurück. Wir haben einmal Energie, ist die Masse mal Licht. Energie, das bist du, träumender Geist, was von Augenblick zu Augenblick in eine andere Form von Energie umgewandelt. Das ändert nichts an der Energie, weil Energie nichts und alles gleichzeitig ist. Etwas nicht Denkbares ist. Ausgedachte Energie ist schon eine Vorstellung von Energie. So wie du dir einen Trockennasenaffen vorstellst, wenn du an ich denkst, an dich selbst, dann denkst du an etwas, dann kriegst du, Geist, meine 200 Gramm rote Gnede, eine Form und du sagst, das bin ich. Und dann denkst du an was anderes und dann formt sich die Gnede um und dann sagst du, das bin ich nicht. Du bist nicht eine Form, eine Information von dir, sondern du bist diese Energie, die die Form annimmt und die sich von Augenblick zu Augenblick ständig umwandelt. Und diese Umwandlung wird gesteuert von dem Intellekt, den du zum Denken benutzt. Das ist dein Schwachpunkt. Ja. Okay.
Bei Planck wird das Ganze jetzt gequantelt. Das heißt also definitiv, wir haben nicht mehr diese illusionäre Schwingung, sondern nur noch Photonen als Lichtteilchen Einzelaspekte und jetzt hast du die Wahrnehmung wird zu Facetten. Dieses F steht ja für Frequenz. Jetzt kann ich wieder sagen, das Frequenz, das lateinische Wort Frequenz hat nicht das geringste zu tun mit irgendeinem Hin- und Herschwingen durch Raum und Zeit, sondern das Wort Frequenz hast reichlich. Dann habe ich aber einen Rai, das ist der Schöpferkopf, ich mache jetzt extra mal den Kopf des Schöpfergottes, das ist Rai, das heißt Spiegel. Und in dem ist das Licht, ich sage jetzt schon, das Licht des Ich. Dieses Licht selber, das kann man jetzt vielfältig machen. Da kann ich jetzt Li machen, Li, ich mache mal das anders, wenn ich jetzt sage, dieses Licht, reichlich, da ist ein Ich, ein Licht dieses Ichs. Das ist dein Intellekt, das blaue, der Intellekt, das symbolische Licht, das du zum Denken benutzt. Also verwechselt bitte nicht das Licht in unserem Videobeamer-Beispiel, das du auf der Leinwand siehst oder auf der Farbe, das die Lämpchen machen, die Zäpfchen machen. Verwechsle das nicht mit der Lampe im Videobeam. Es verändert sich nicht. Das sind meine Symbole, wo ich immer brich. Ich muss es ja in deiner Logik zur Anschauung bringen. Und das wiederholen, wenn ich jetzt das wiederhole, wenn du es anschaust, jetzt kannst du schauen, habe ich es begriffen, habe ich es verstanden? Ich denke mir jetzt mal ganz bewusst ein Beta-Programm aus. Mich als Beta. Beta, wie lange dummen jetzt drum? Über 20, 22, 23 Jahre. Als Lehrer, intensiv studiert. Wie oft hast du die Ohrenbohrungen gelesen? Bei ihm behaupte ich jetzt einmal, jetzt bin ich bewusst raumzurecht. Bei ihm, wenn ich sage, Holofeeling sind weit über 25.000 Seiten mit den ganzen Updates. Ich behaupte, dass ein großen Teil nicht nur einmal, sondern mehrere Schriften mindestens schon 10-mal gelesen hat, von den 25.000 Seiten, ganze riesengroße Tausende von Seiten mindestens 10-mal gelesen hat, die letzten 23 Seiten. Dasselbe gilt für den Helenium, für die Done, auch für die Ariane ansatzweise. Stimmt oder stimmt? Das können diese Figuren jetzt wieder normal gedacht von göttlichen Richter beschwören, ohne an Meinheit zu schwören. Und jetzt langsam, wieso erzähle ich denen das nochmal? Weil ich weiß, dass da jetzt die ersten Ansätze da sind, dass sie anfangen zu verstehen. Wer die Geistesfunken, die jetzt mit diesen Programmen arbeiten. Aber diese Geistesfunken sind wieder, denk an den Sternwerfer, nur Facetten von mir selbst. Das, was ich euch als Brüssel-Uder demonstriere, ist der größte Akt von roten Egoismus, den es überhaupt gibt. Die komplette Selbstaufopferung für alle seine Teile. Ich rede jetzt von dem roten Udo. Udo, Urteil, der das Erbgut in sich trägt. Hat nicht immer wieder, ihr wisst, wenn der Brösel als in deinem Traum die Figur ist, eine vergängliche Erscheinung wie alles andere auch. Nicht besser, nicht schlechter. Wenn du den Zustand der Demut für dich selber annimmst, kannst du ganz normal deine Rolle weiterspielen. Klingt ja fast wie christlich, ne? Irgendwie. Die Taubheit der Menschen ist immer wieder, wenn du christliche Fanatiker hast, wir hatten es hier am Anfang des Gesprächs mit rechtsradikalen Fanatikern, mit linksradikalen Fanatikern, das sind Faschisten. Sektenhain ist politisch immer eingesperrt in einem Gefängnis, wo ich sage, wo jeder eingesperrt ist, der keine eigene Meinung hat. Diese Sache mit der Meinheit, mach dir mal bewusst, was du beschwören kannst. Alles, was du jetzt in deiner jetzigen Inkarnation, ich benutze mal so ein esoterisches Wort, in Fleisch, in die Wunder eintreten, die man selber schafft. Alles, was du jetzt normal menschlich gesprochen mit eigenen Augen gesehen hast und am eigenen Leib erlebt hast, natürlich Grundlage ist dein momentanes Programm, das du zu durchschauen hast, das kannst du beschwören. Alles, was du vom Hören sagen kannst, mag dir das noch so logisch erscheinen. Da kannst du nur beschwören, ich habe in dem Buch gelesen, der hat mir erzählt, der hat gesagt. Dann kommst du in den Bahn jetzt hier neu heute Morgen, ich habe das am Anfang, glaube ich, schon angesprochen gehabt, bevor wir die Aufzeichnung begonnen haben. Ein Psychologe hat jetzt ein Buch rausbricht, dass eigentlich alle, die gegen den Klimawandel sind, die das verleugnen, die haben elementare Sachen nicht erkannt und die können in die Psychiatrie, die müssen wir psychiatrisch behandeln. Stark. Kommt über Medien, das psychiatrisch behandelt, wenn einer den Biberwandel leugnet.
Wir können das doch feststellen. Was ihr dabei nicht begreift, dass du deine eigene Traumwelt hast. Es wird immer so sein, wie du glaubst, dass das ist. Aber all die Zahlen und Erde, die du irgendwo aus das Buch, aus das Internet herausnimmst, du wirst bei genauer, geistreicher Betrachtung und Analyse feststellen, dass du hier 99,9% nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Ja. Das gilt übrigens für die ganze Quantenmechanik, für das ganze Zeug. Es sind logische Konstrukte. Logische Konstrukte können nur von jemandem vorgestellt werden, der diese Art zu denken, dieses Programm abgespeichert hat. Das heißt, er das hören sollen kennt. Das ist wie, der Mensch wird jetzt zu einem Computer und ein Computer kann nur Bilder aufwerfen oder Berechnungen machen, wenn ihm diese Software und die Daten zur Verfügung stehen. Das ist dein Intellekt, das ist dein Schwamminhalt. Und hast du dieses Wissen nicht, du kannst dir keinen Platon ausdenken und du kannst dir nicht ausdenken, was ein Platon gedacht hat, wenn du das nicht auf deinen Schwamm drauf hast. Ja. Aber alles, wann Platon gelebt hat, das den gegeben hat und was er gedacht hat, ist etwas, was du vom Hörensagen kennst. Ja. Wenn es auf deinen Schwamm nicht drauf ist, existiert kein Platon. Da kann ich dann tausendmal sagen, wenn man die in der Schule erzählt hätte, natürlich hat man dir das jetzt erzählt, halt auf der Seite, was weiß ich, auf der Seite 10, wie du 10 Jahre alt warst, jetzt, das Buch ist ja alles gleichzeitig da. Mhm. Wenn man dir erzählt hätte, dass Einstein ein großer Bäckermeister war, der den Einstein-Stilzel erfunden hat, dann würdest du bei dem Wort Albert Einstein nicht an einen Physiker mit Nobelpreis denken, sondern du würdest an einen Bäckermeister denken, weil jedes Kind kennt doch den Einstein-Stilzel in deiner Welt. Ja. Das ist ein Konstruktprogramm. So funktioniert die Matrix. Und die Matrix wiederum, ich erzähle dir, was baut auf Zahlen auf. Und Zahlen sind nicht analog. Es gibt keine analogen Zahlen. Mhm. Da magst du noch so viele Stellen nach dem Komma auflösen. Ja. Es bleibt digital. Und genauso ist es mit dem Verstehen. Entweder verstehst du mich oder du verstehst mich nicht. Da kannst du nur tausendmal sagen, ein bisschen schwanger gibt es nicht. Entweder bist du von meiner Lehre schwanger oder du bist nicht schwanger. Und was dreht sich das Ganze um dich? Ich behaupte, du bist ewig, entweder vertraust du mir oder du vertraust mir nicht. Wenn du mich jetzt sprechen hörst, bist du ewig. Wenn du dich zu einem Gedanken von dir machst, bist du es nicht. Weil der Gedanke, den du denkst, wo du sagst, das bin ich, der ist schon wieder weg, wenn du ihn nicht mehr denkst. Sofort überprüfbar. Das ist überprüfbar. Und jetzt können wir uns Christen ausdenken, die in unserem Traum vollkommen real auf unserer Brille auftauchen, probier es aus. Und dann beobachte die einfach und dann schau, wie viele Feindbilder die in sich tragen. Und eins der elementaren Lehren meiner Lehre ist, liebe deine Feinde. Und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und dann kann ich dir tausendmal sagen, wenn ich das auf Hebräisch hinschreibe, dass das Wort Feind und Nächster dasselbe hebräische Wort ist. Ja. Raum. Ja. Das heißt, ein berechneter Augenblick. Ja. Liebe jeden berechneten Augenblick. Er erscheint dir feindlich, weil du sagst, das bin ich ja nicht. Eventuell, außer du denkst an dich, dann bist du ja die einzige Ausnahme, die die Regel bestätigt. Oder es scheint dir alles am Nächsten. Ein Nächster ist nämlich, beginnt mit ein Chat. Das ist eine existierende Kollektion, weil jeden Augenblick, den du hast, immer eine Kollektion ist, wo du dich wieder rein fokussierst. Denk wieder, schau, das da du vor dir. Mhm. Wenn du Detailschärfe haben willst, musst du zuhören. Wenn du geistreiche Detailschärfe von meinen Worten haben hast, dann wirst du zuerst einmal zuhören müssen. Aber dann fokussierst du dich auf Kleinigkeiten. Die Sache mit der Tastatur. Mhm. Wenn ich jetzt wissen will, was auf der Taste noch drauf ist, aus dem Pluszeichen, frage mal Menschen, die täglich mit der Schreibmaschine schreiben, und frage die, was ist da eigentlich noch drauf? Da ist ja nicht nur das Pluszeichen drauf. Da werden viele sofort abstürzen. Mhm. Da muss ich dann hinschauen, und sobald ich die Plustaste anschaue, sehe ich dann das Sternchen drüber und die Schlangenlinie daneben. Hat alles ja seinen Sinn. Da gibt es keine Zufälle. Da kann dann jetzt wieder irgendeinen denken, der sich irgendwann einmal die Tastatur ausgedacht hat. Das ist aber schon wieder Kiste, die ich in mir aufbaue, die ich mir in die Vergangenheit denke und sage, der hat es erfunden und der hat es erfunden. Das sind schon wieder Sachen, die ich nicht beschwören kann, weil das habe ich vom Buch raus. Hat man erzählt. War ich dabei, kann ich es beschwören, dass so war? Weil es löst sich alles um dich herum auf. Hier, ist schon verkehrt, hier, ich spreche nicht zu einer Vielheit, sondern zu dem, der mir jetzt zuhört. Es löst sich alles auf, das wird zuerst einmal eine panische Angst in dir auslösen. Diese Angst musst du überwinden. Ja. Du kannst nichts Ausgedachtes am Leben erhalten. Und jetzt mache ich aber den Satz fertig. Und jetzt denken wir uns ein paar Christen aus, dieses Liebe deine Feinde.
bring dir bitte eine Figur in deinem Traum, denk dir eine alleinzige aus, eine Figur, die sagt, ich bin ein Christ, der von sich behaupten kann, dass er keine Feindbilder hat. Und du wirst nur eine einzige Ausnahme finden, die die Regel bestätigt. Das ist der Brüssel-Udo, den du dir jetzt ausdenkst. Das ziehe ich schon seit über 2000 Jahren durch. Jetzt musst du noch begreifen, dass du ich bist. Das bist du nur deshalb nicht, weil du noch glaubst, du bist wer anders. Aber ich erkläre dir, dass du ich bist. Du bist der, der sich jetzt dieses Gespräch ausdenkt. Du bist der, der sich dieses Gespräch jetzt in diesem Moment anhört. Ein Gespräch, das jetzt aufgenommen wird und das jetzt angehört wird. Weil alles, was ist, ist hier und jetzt. Das musst du akzeptieren. Das bist du selbst. Und alles andere ist ausgedacht. Räumlich oder zeitlich woanders hingedacht. Aber nur immer trotzdem hier und jetzt in deinem roten Kopf. Das ist der Rei. Wir sind bei der Frequenz. Und dieses Rei ist die Kollektion aller Kollektionen. Das ist das göttliche Reich. Das nennt man auch das Himmelreich. H-I-M, L-H-I-M, das Meer von Gott ist dieser Kopf des Schöpfergottes als die große Kollektion. Das ist das Himmel. Ja. Solange du jetzt wieder glaubst, das Himmelreich ist das Gegenteil von der Hölle, schaust du dir schon wieder bloß eine Seite an, du täuschst dich schon wieder. Und das musst du jetzt austauschen, dann wirst du nämlich feststellen, dass die Hölle, früher hat man das ja noch Hell genannt, H-L, das auch Gott ist. H-L, ja. Wir können natürlich die Hölle jetzt H-O mit zwei Bündchen drüber machen, Oll, das ist unser Joch, unser hochgehobenes, das leer auseinandergeschmissen wird. So kommst du in die longitudinale Welt. Ja, ich weiß, meine Lehrerprogramme sind jetzt vollkommen dabei. Aber vielleicht auch bloß deshalb, nicht weil sie Lehrer sind, sondern weil sie eben seit 22, 23 Jahren tausende von Zeiten zigfach wiederholt haben und jetzt am Ende feststellen müssen, dass das Schwierigste an den Schriften nicht diese Formeln und das Hebräische sind, sondern die einfachen Sätze. Diese ganz einfachen Sätze, wenn du an etwas nicht denkst, existiert es nicht für dich. Eben. Und wenn du es denkst, ist es so, wie du es denkst. Und es ist hier und jetzt in einem roten Kopf. So ganz einfach. Frag dich, was in dir drin ist, dass du das nicht akzeptierst. Die Logik, die dir suggeriert, dass das alles, was dir logisch erscheint, hundertprozentig sicher ist. Und da kann ich ja du wieder tausende Male sagen, was ist das für eine Logik, wo du wirklich sofort überprüfbar das nicht einmal überprüfen könntest, wenn du wolltest. Wie willst du jetzt prüfen, ob deine Nase existiert, wenn du nicht dran denkst? Meine Nase. Mein schöpferisches Wissen. Das ist nämlich hebräisch AP. Ja. Das ist ein schöpferisches Wissen. Ja. Mein schöpferisches Wissen existiert nicht, wenn ich nicht dran denke. Ein träumender Geist existiert nicht, wenn er nicht träumt. Wieso? Dann bist du das, was du bist. Aber den Zustand, dass du nicht träumst, gibt es nicht mehr. Es ist die einzige Möglichkeit, was zu erleben. Ich habe das in Gang gesetzt und du wirst es nicht abschalten können, bis in alle Ewigkeit, weil du selbst ewig bist. Weil du der ausgeschlossene Dritte bist. Der reicht aber nicht, weil der ausgeschlossene Dritte ja auch schon wieder was Ausgedachtes ist. Und jetzt muss man die fünf Stufen denken. Ich rede immer von unseren vier Ichs. Aber da ist auch das vierte Ich, ist noch was Ausgedachtes. Die rote Vier, wie ich das nenne. Das Plus-Plus in unserem Einheitskreis. Aber wer denkt sich jetzt diese Vier aus? Und jetzt haben wir unsere 1-4-Struktur. Der ist eigentlich der fünfte. Das ist die Quintessenz. Okay, Leute, jetzt lassen wir es, glaube ich, gut sein. Wunderbar. Danke. Danke, danke, danke. Ganz toll. Bedankt euch. Oh. Bei wem haben sich die Brüssel jetzt bedankt? Bei dir, du Depp. Weil es die ohne dich ja gar nicht geben würde. Bei dem, der du bist, der sich das jetzt angehört hat, der sich diese Brüssel ausdenkt. Alle. Da muss man das damit umgehen können, dass man das ist. Und dann kommt die große Sache, dass dir klar wird, dann musst du auch alle Schuld auf dich nehmen. Dann musst du wirklich ich werden. Ich nehme alle Schuld auf mich. Weil dann bin ich ja für alles verantwortlich. Was ich mir ausdenke. Doppelt aufgespannter Ort ist immer mein Licht. Und das Licht muss ich noch zum Abschnitt machen. Wenn wir Licht machen, kann man auch lesen. Li. Das heißt, zu mir kommt Chedi.
Das sind die Schrecken. Jetzt, sobald ich das Wort Schrecken wieder nur negativ sehe, bin ich schon wieder einseitig. Was ist das Positive an den Schrecken? Das sind logische Berechnungen in Ecken. Du kommst aus dieser 1-4-Struktur nicht raus. Neutral denken, neutral sehen können, absolut wertfrei sehen können, immer das heilige Ganze im Hintergrund. Das ist die neue. Ja. Okay, spielen wir noch eine Runde Brüssel. Super. Ja, super. Danke. Ciao. Danke. Ciao.